Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Infinite World. Ja, ich bin's, Daddy, und ja, wir gehen jetzt in diese Folge, gehen wir mal ein bisschen auf Jagd. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal diese Folge, erstmal noch ein Werkzeug, ein ganz, ganz einfaches Werkzeug. Nennt sich das so? Ja, genau. Ja, die sind sogar hier empowered, das ist doch sogar super toll. Das ist eine super Sache. So, also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wolle. Wobei wir haben, glaube ich, müssen eigentlich auch genügend. Wir haben doch genügend Fäden eigentlich. Müssten wir eigentlich haben. Vom Ding her. Dürfte das eigentlich kein Problem sein. Wir schauen lieber nochmal nach, aber so zur Sicherheit. Ja, wir haben doch genügend Fäden. Da müssten wir doch eigentlich. War doch sonst eigentlich immer so gewesen. Wenn man daraus Wolle bekommen hat, ne? Ja, doch. Ah, okay, gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall nur Himmelstein. Das werden wir uns einfach mal zusammensuchen. Ich bin mir gar nicht sicher, wo war das denn gewesen? War das hier bei... Ich glaube, das war beim Black in der Nähe, war da, glaube ich, was gewesen. Wenn ich mich nicht irre. War einer. Ja, hier, wunderbar. Das heißt, so. So, okay. Geht gar nicht, oder was? Ist als Gebiet noch markiert? Okay. Gut, Okay, also wir kriegen nicht alles abgebaut, aber wir kriegen zumindest das abgebaut, was wir jetzt dafür benötigen. Ja, das ist ja zumindest auch schon mal etwas. So, zack, 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 zack. So, wusste ich ja noch, dass das hier was ist, ne? So, zack, zack. So, 21 haben wir jetzt bisher. So, ich werde jetzt in dieser Folge ein bisschen herumbasteln. Also, wie gesagt, dann werdet ihr jetzt hier in dieser Folge wird nicht wirklich viel Tolles passieren, sagen wir es mal so. Wird vorwiegend halt Herumbastelei sein. Vielleicht klappt die Bastelei halt auch nicht. Dann muss ich mich in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Aber wir werden mal sehen. Wir werden sehen, wie es läuft. Und da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ja. So, auf jeden Fall brauchen wir, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was an Fäden. Das heißt, wir nehmen uns jetzt auch erstmal alles, was wir noch an Fäden hier ziehen können. Zack, Fäden hier. War es das denn schon? Nee, aber ja, auf keinen Fall. Zack, zack, okay. So, und da haben wir hier auf jeden Fall erstmal ganz viel Wolle, vermutlicherweise. So, das ist doch zumindest schon mal ein Anfang. So, okay, 41 Wolle, zack, okay, Wolle, Hammer, schön, schön, schön. So, okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel Wolle. So, dann ist es so, dass wir sagen können erstmal Dense Cable. Beziehungsweise Dense, was haben wir denn hier? Dense ME, also Dense ME Economy. Ja, Dense Cable Fluix, ne? So, das ist das ganz normale Dense Cable White und so das Fluix, das ist das ganz klassische davon. Das heißt, da haben wir auch noch nicht Dense Cable Fluix, Coward Cable und das heißt, wir brauchen erstmal ganz, ganz viele davon. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall das hier, erstmal Fluix, zack. Achso, die haben wir jetzt aber schon. Mehr Dense Cable. Haben wir jetzt nur 10 Stück? Wir haben nur 10 Kabel. Davon, das ist ja nicht so viel. Ja. Hallo? 32. So, jetzt fehlt es am Fluix-Kristall. Ne? Bekommt man so hier raus, Fluix-Kristall. One charged in den Whetstone. Okay, also. Whetstone haben wir, den Stack. Dann brauchen wir charged. Status charged. Haben wir keinen. Status. Das ist ja nicht so schön. Okay. Wir haben keinen charged Status Quartz. Jo, ach du Scheiße. Wenn wir keinen charged Status Quartz haben, kriegt man das irgendwie noch charged. Status Quartz. Kriegt man das irgendwie noch aufgeladen, oder? Can be found in world semi rarely. It appears similar to the normal. Except it. Haben wir, warte mal, Zertus. Werden wir halt gar nicht haben. Ja, dann können wir es halt auch eigentlich auch schon wieder vergessen.
Oh, nein, das gibt's nicht. Wenn wir das jetzt hier halt gar nicht haben, ne? Das ist halt scheiße, ne? Warte mal, also charged, status, status. Das gibt's doch gar nicht, dass wir das nicht haben, oder? Das ist doch eine Scheiße. Puh. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Problem. Das erste Problem ist halt jetzt dieses. Dass wir jetzt damit nicht weiterkommen, Alter. Das ist halt schon mal eine große, große Kacke. Weil wir halt keinen Charged Status Quartz haben. Da fängt es ja schon mal an, oder? Das ist ja halt ein riesengroßes, dickes, fettes, richtig fettes Problem. Ja, das bedeutet, ja, wir können halt da nicht weitermachen. Ich finde auch keinen anderen Weg dafür. Ist auch nichts mehr drin oder sowas in die Richtung. Ja, aber selbst wenn, wäre es halt auch eigentlich scheißegal. Gibt's doch nicht. So gut, wir haben jetzt noch 32 von diesen Dense-Cable, ne? Wir können ja mal schauen. Wir können ja mal gucken, ob wir es trotzdem noch irgendwie hinbekommen. ME-Controller. Ich habe jetzt leider das schon gebaut, halt, oder gecraftet, ne? Das ist halt Fluixseed. Pur Fluixkristall. Pur Fluixkristall. Ja, das haben wir auch nicht. Da geht's halt weiter. Controller, wir können ja mal gucken. Controller. Oh, das ist ja eine Kacke. Das heißt, wir können das sowieso nicht machen. Warte mal, also wir können erstmal, was wir machen können, ist erstmal Glass Cable. Erstmal das Glass Cable erstmal anschließen überhaupt, damit wir hier überhaupt mal Strom haben. Das heißt, wir packen das mal hier ran. Ne? Das funktioniert noch, da ist auch noch Strom dran. Das ist auch schon mal schön. So, dann müsste jetzt eigentlich auch Strom haben, das ganze Zeugs, okay. Gut. So, und dann müssen wir jetzt hier im Grunde genommen mal schauen, pur Fluix. Dann müssen wir mal schauen, was man davon. Probe Fluix Seed, made from Fluix Dust and Sand into a puddle of water. To make the process faster. Fluix Dust, made from Fluix Dust and Sand. Fluix Dust. Zwei Stück haben wir. Das ist doch nett. Ja, das ist halt scheiße, ne? Okay, also ich brauche auf jeden Fall erstmal Fluix Dust. So, den Fluix Dust, den bekommen wir ja aus den Fluix Kristallen. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Oh nein. Charged Zertus Quartz, Nether Quartz, Redstone Dust. Ja, das ist natürlich eine abgefuckte Scheiße. Das ist halt natürlich richtig schlecht. Ja, das ist richtig schlecht. Das bedeutet, wir werden das etwas anders machen. War unsere erste erstellte Welt, glaube ich, ne? Wir nehmen uns mal den Porter, nehmen wir uns mal lieber nochmal mit. Gut, dann machen wir das anders. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ja, okay. Das heißt, wir machen Planänderung. Zählt alles nichts. Planänderung. Okay, Planänderung. So, das heißt, wir haben hier. Sieht nach einer recht normalen. Das ist eine recht normale Welt, ja. Weil die andere war, glaube ich, mit Nederquarz, ne? Die andere war eigentlich auch recht normal, ne? Die hatte. Okay, gut, ich mache jetzt hier einfach mal, im Grunde genommen mache ich jetzt hier einfach mal einen Waypoint. Very 1. So, das bedeutet, wir werden in dieser Folge dann, muss ich leider umändern, das Ganze, den ganzen Plan. Das ist, warte mal, und mir fehlt jetzt leider, wir nehmen erstmal nochmal den Charge Porter und teleportieren nochmal zurück. Zählt alles nichts, ja, es tut mir echt leid, das ist echt scheiße. Also wir packen das erstmal hier rein, packen auch nochmal den Charge Porter rein. Okay.
Ja, uns ist jetzt über die Zeit hinweg, ist uns das Charged Status Quartz ausgegangen. Das bedeutet, ich komme nicht weiter und muss mir irgendwie was einfallen lassen gleich. Werde versuchen, trotzdem noch ein paar ME-System-mäßig nochmal ein bisschen weiterzukommen. Dass ich halt sage, okay, gut, ich craft die Festplatten meinetwegen einzeln oder so in die Richtung halt. Ne? Ich meine, die Möglichkeit würde ja grundsätzlich bestehen. Ne? Das ist ja dann auch nicht ganz so dramatisch. Ne? So. Okay, das ist noch nicht der Fall. Das heißt, wir gehen mal hier auf das hier mal deaktivieren, ganz kurz. Ja. So, wie sieht's denn hier aus momentan? So, ja, kommt nichts mehr rein, ne? Problem ist, ich kann halt auch nicht die... Kann's halt nicht öffnen, ja? Da fehlt mir, also momentan fehlt es mir an allem irgendwie so ein bisschen. Ja, also sprich halt, das ist halt irgendwie sehr, sehr schlecht. Okay, so, der Charge Porter, der hat... Ich muss erstmal auch noch die Energie rausziehen hier. Und jetzt regnet das hier draußen noch, das ist halt natürlich auch super. Windows Einrastfunktion, GG. Und, na, lass den mal noch ganz kurz laden hier. So, okay, der ist aufgeladen. So. Das Jetpack müsste jetzt ein bisschen eigentlich auch aufgeladen werden, das Jetpack. Ja, müssen wir mal noch ganz kurz warten, dass das Jetpack aufgeladen wird. Zählt alles nichts, zählt alles nichts. Ja gut, das muss reichen jetzt hier an Energie. So, wir gehen mal auf Senden. Okay. So, und gehen in diese Welt. Ich hoffe, dass dort auf jeden Fall dann Charged Status Quartz vorhanden ist und dass man da halt auf jeden Fall was findet davon. Okay, so, wir haben, das haben wir, das haben wir, wir haben das alles. Wir haben die Endemarker, somit alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Okay, so, und jetzt gehen wir einfach im Grunde genommen straight diese Richtung. Wir schauen nochmal lieber nach, was das jetzt hier genau war. Also wir brauchen auf jeden Fall... Wo eigentlich der Spawn? Hier ist der Spawn, Alter. Ich war direkt darüber. Oh, das ist genial. Das ist doch Mahagoni, gut. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber... Okay, das heißt, wir basteln die jetzt hier hin. So, also, nochmal. Query 1, remove, new, query 1. Okay, das heißt, wir sind jetzt im Grunde genommen auf der 10. Das heißt, wir sind auf 10. Okay. So, das heißt, wir gehen jetzt hier los. Und auf Gilda wieder. So, die 10, die 10, die 10. So. 10 sind wir immer noch. Ja, wunderbar. So, hier lädt gerade gar nichts von der Welt. Bin zu schnell. Warte aber gerade auch nochmal ein Stück ab. Na, lädt irgendwas, kommt er nicht hinterher. So, wo waren die Punkte? Hier waren die Punkte, okay. Machen wir ein bisschen, naja, wir sind allein auf dem Server, also wir könnten theoretisch, können wir das schon ganz gut ausnutzen hier.
Na. Kriegen wir das hin? Okay. Ich bin zu weit. Aber der Chunk lädt zumindest halt schon mal wieder. Wie weit ist denn der Query jetzt weg? Die Query jetzt weg im Grunde genommen. Das sind irgendwas um die 1000 sein, vermutlicherweise. Das ist der Punkt. Den gar nicht mehr. Den halt echt nicht mehr. Muss ja irgendwo sein. Ist das dort hinten? Nee. Und wir können ja hier im Grunde genommen sagen erstmal, okay, gut, wir machen hier erstmal so testweise erstmal etwas. Also nichts so, was auf Dauer wäre. Okay, also das wäre hier im Grunde genommen die 10. Hier die 10 hätten wir. Das heißt, wir gucken mal. Aber hier, dass wir gucken mal, Edit. 10. 10. Genau, 10. So, und 68. So, wir sind auf der 62. So, dann müsste er sich verbinden, aber er verbindet sich nicht. Das ist doch auch eine Scheiße. Jetzt verbindet er sich. Ah, okay, er verbindet sich. Das ist doch schon gut. So, und dann machen wir hier im Grunde genommen. So, dann stehen wir hier. Und sagen halt, okay, gut, Query 2. So, das heißt, wir hätten jetzt hier Query 2. So, und das heißt, wir sind hier bei 1050, so gesehen. Ja? Und gehen jetzt einfach im Grunde genommen hier diesen Weg entlang. Von minus 1050, ne? So, machen jetzt nicht ganz so schnell, damit auch der Server halt vom Laden her hinterher kommt, ne? Wie gesagt, er muss das ja auch alles erstmal erstellen, kreieren und so weiter und so fort, ne? So. Okay. Lalalalala. So, das wäre dann halt im Grunde genommen 1000 mal 1000 Feld, wahrscheinlich. Na komm schon. Na komm, put. Wir brauchen halt das Set of Squads, ne? Das ist halt unumgänglich. Deswegen bin ich hier gerade jetzt hier auch am herumschauen. So, also. Die 1000 hätte ich ganz gerne noch voll gemacht. So, jetzt sind wir bei 1000. Also gehen wir jetzt hier auf 1050 rüber. 1050, okay. Ich glaube 68 war es gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Doch 69, weiß ich nicht. Okay, es leckt. Okay. ja, ich war auf jeden Fall auf 1050, war ich auf jeden Fall safe gewesen. Das war auf jeden Fall klar. Oder? Minus 1050, genau, auf 68. Genau, das heißt, hier hätte theoretischerweise auf 1050, ne? Hier muss er eigentlich im Grunde genommen was machen, anzeigen gleich. Aber er zeigt nichts an. Das ist ja schon mal. Sind ja schon mal gute Voraussetzungen, um irgendwas zu reißen. Der zeigt ja nichts an, Alter. Doch 67 oder was? Jetzt, doch. Ah, okay, auf 67. Okay.
Ja, gut. Okay, der andere war auch verbunden gewesen, ist alles in Ordnung. Ja. Das passt schon. So, okay, dann machen wir jetzt hier im Grunde genommen Query 3. Query 3. Okay, und jetzt muss der im Grunde genommen zu. Also, wir müssen jetzt im Grunde genommen zur Location 10. Nee, Quatsch. 1007 und 1050 kann das sein. Nee, wir müssen wieder zur. Also wir müssen zur ersten Location. Wir müssen zur ersten Location, das war irgendwas um die. Ach man, das ist eine nervige Scheiße. Im Aufstellen immer. Das ist minus 20 ist das erstmal. Und minus 1007. Okay. Minus 20 und minus 20 und minus 1007. Ja, 400 noch. 400 noch. Dann sind wir da. Und dann steht die Query hier zumindest schon mal. Beziehungsweise halt die Marker halt davon. So, jetzt muss er mit mir das erstmal hier laden. Jetzt wünsche ich ihm viel Spaß. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Minus 1000. Na komm. Zack, okay. Okay, hier. Genau hier eigentlich sogar. Also hier. Ja, wunderbar. Okay, das heißt, wir können jetzt mit dem Charge Porter können wir eigentlich auch wieder zurück, ne? Wie gesagt, das Ding ist jetzt aufgestellt erstmal, das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt möchte ich ganz gerne hier noch eine. Ich weiß nicht, ob man das so schnell auf die Schnelle, ob man das so auf die Schnelle. Müssten wir eigentlich sogar. Vielleicht sogar auf die Schnelle noch hinbekommen. Gucken wir mal. Die Folge hier in der Query. Das heißt, wir bräuchten ja theoretischerweise wieder noch mal eine neue Ender Query. So. Das heißt, wir hätten das hier, hätten wir. Das heißt, wir brauchen das hier. Das heißt, das hätten wir schon mal. Okay, dann brauchen wir das hier wieder. Ender Fused. Thermic Pump. Okay, das haben wir nicht. Ender Thermic Pump. Wir haben keinen Water Bucket. Wir haben kein das hier. Ender Infused Obsidian. Da können wir aber hier im Grunde genommen so viel es geht halt eigentlich auch herstellen. Das ist kein Problem. Und dann hätten wir hier nur noch damit das Problem. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen zweimal das hier. Stickies, haben wir keine Stickies. Wir brauchen Stickies. Guck mal. Stick. Hier haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen Wood. Einmal 64 rein damit. Okay. So, dann Stick. Pickaxe. So, zack. Eins. Zwei. Ender Query. Ender Query. Zack. So, fehlt hier unten das noch. Ender Thermic Pump fehlt jetzt noch. Fehlt noch das Eye of Ender wahrscheinlich, ne? Eye of Ender, zack. Dann machen wir mal zwei Stück. Zack, das haben wir auch. Okay. Ender Thermic Pump fehlt jetzt noch. Der Water Bucket. Also wir brauchen noch Bucket. Bucket. Eins, zwei. Zack, okay. So, eins, zwei. Komm herbei. Einmal 1 und einmal 1. Okay. Okay.
Gut, so, das bedeutet, theoretischerweise müssen wir den jetzt herstellen können. Okay, machen wir das. Machen wir den. Okay, so. Und, brauchen wir den Ender Query? Ender Query. Haben wir, zack. Also, es fehlt uns die Pickaxe, oder was? Ah, die Pickaxe fehlt uns noch. Haben wir wieder, also, haben wir noch gerade so, okay. Und dann können wir jetzt hier die Ender Query basteln. Wunderbar. Haben wir noch das Speed Upgrade? Eins vielleicht können wir basteln. Gucken wir mal. Irgendwas, irgendein Effekt soll da drauf. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Speed, 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 Speed. Speed 1. Effizienz 1 soll da drauf. Muss ich gleich mal gucken, ob wir da noch irgendwie was haben. Power Drain and a Very Upgrade, okay. Im QID-Rezept. Ist das Ender Query? Haben wir das noch irgendwie? Nee, ne? Ender Core hätten wir noch. Ne? Ja gut, aber sonst fehlt halt trotzdem, es würde halt trotzdem noch der Tesseract fehlen, Tesseract. Schauen wir mal, wir müssen aber noch genügend davon da haben. Eins, zwei, drei. Okay, drei Stück haben wir schon mal wieder. Von den Tesserakten. So, die befüllen wir mal. Okay, so, dann muss er hier ganz kurz warten. Dann können wir auch nochmal wegen dem Speed Upgrade nochmal ganz kurz schauen. Speed Upgrade. So, oh ne, Quatsch. Ender Query, Ender Query. So, Speed Upgrade. Okay, das heißt, wir schauen mal danach. Burnt Quartz. Nee, Quatsch, das war falsch, oder? Keine Ahnung. Nee, das hier war schon richtig und ich brauche noch Burnt Quartz. Haben wir noch Burnt Quartz? Burnt Quartz hätten wir auch noch. Okay, das bedeutet einfach hier in diesem QED. Also sprich halt hier in dem QED einfach einmal so, 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 so. So, dann brauchen wir halt noch eine Pickaxe mit Effizienz. Ja gut, eigentlich kann man die Pickaxe nehmen. Hier eine Pickaxe. Wo habe ich die denn? Also die habe ich hier drin. Hier ist die Pickaxe. Also ich habe... Oh, ich habe meine aufgegeben, glaube ich. Oh, scheiße, Mann. Nee, kann nicht sein eigentlich. Kann eigentlich gar nicht sein, dass ich die da reingepackt habe. Wäre auch Bullshit. Dann müsste ich vermutlich hochgehen. Und einfach mal die höchste Verzauberung. Ja gut, jetzt haben wir 5 Verzauberungen. Ja, naja gut. Kriegen wir schon hin irgendwie, also. Effizienz 1, ja, perfekt. Perfekt. Oh, wieso denn? Ich wäre eh nicht gestorben, oder? Lol. Da funktionieren die Mods nicht miteinander zusammen. Okay, gut, so, Effizienz 1, gut, so. Jetzt muss ich nochmal zu dem QED rennen. Ganz schnell. Der Tesseract, die Tesserakte müssten eigentlich auch fertig sein. Okay, so, das bedeutet, ich brauche das Speed Upgrade, ne, warte mal, Ender Query, Ender Query, so, das Speed Upgrade 1, okay. Okay, Power Drain Multiplier 1, okay, da hätten wir das erste Speed Upgrade, hätten wir auf jeden Fall schon mal. So, das heißt, wir bräuchten das hier, nochmal das Speed Upgrade und Effizienz 3 brauchen wir da drauf, okay. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, Tesseract Frame. Okay. Geht nochmal rein. Tesseract. Tesseract, okay. Eins. Zwei. Okay. So, Tesseract. Dann machen wir hier nochmal das hier. Okay. Eins, zwei, drei. Dann nochmal. Ups. Eins. Das hat nicht funktioniert, okay. So, weil das auch noch nicht voll ist. Ja gut, aber wir brauchen eh nur zwei eigentlich, ne? Sagt Owner No One. Ja, aufstellen mal ganz kurz, zack. Okay. Public Access Owner Only. Und Owner Only, okay. So, Ender Query haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, ich brauche noch die Pickaxe. Zack, zum Abbauen nochmal. So, okay.
Achso, nee, ich brauche trotzdem noch den einen Tesserakt, brauche ich trotzdem noch. Den muss ich mir noch craften, das tut mir leid. Tesserakt, so, zack. Okay, dann haben wir dann nämlich auch schon mal nochmal ein Upgrade halt auf jeden Fall getan. Wir gehen mal nach unten. Hier ist ja immer so ein bisschen das Problem jetzt momentan, ne? So, also wir packen den Tesserakt hier direkt dran, ne? Können wir hier, im Grunde genommen können wir hier immer noch extract. Zack, so, dann müsste hier eigentlich im Grunde genommen Owner Only, Dylan, zack, okay. Und, den machen wir mal auf die... was ist das hier unten? Das ist die 82. Dann machen wir das mal auf die 83. Energie zu Speicher. Energie zu Speicher. Okay. So, Energie zu Speicher. So. Energie Mode Send. So ist es. Ja? So. Okay, jetzt geht hier gar keine Energie mehr durch. Ja, wahrscheinlich, weil er alles hier jetzt zum Speicher sendet, direkt. Ne? Das heißt, wir müssten hier eigentlich einen höheren Input haben. Ne, haben wir gar nicht. Die Energie geht momentan wahrscheinlich verloren irgendwo. Warte mal. Also nehmen wir das hier, Receive, zack. Ich bin ihn hier nochmal um. Also Energy Mode, Receive. Erstmal natürlich auch noch das hier, Owner Only. Energie zu Speicher, zack, Receive, okay. So. Er müsste jetzt aber eigentlich einen deutlich höheren Input, eigentlich müsste der mehr Input bekommen. Ah, die Energieleitung funktioniert halt jetzt natürlich nicht, ne? Aber auch gar nichts mehr hier in dem Speicher drin, ne? Okay. Energie zu Speicher, das funktioniert, okay. Energie zu Speicher, ja, okay. So, dann gucken wir mal. Ja, also der zieht halt immer mal ein bisschen was Energie, ne? 3000 Energie sind jetzt okay. Ne? Der hier müsste auch senden, ne? Okay. Der hier ist jetzt, wie gesagt, der Energiespeicher für das hier, Receive Only, Energie zu speichern, okay. Gut, und dann müssten wir den anderen, müssten wir dann eigentlich auf die 77 einstellen, weil, wie gesagt, das ist so die Hauptenergie, die halt sendet halt aus dem Speicher halt heraus. Sagen wir es mal so. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier einfach nochmal in die Welt und dann haben wir hier zumindest schon mal die Möglichkeit, dass dort auf jeden Fall auch nochmal was abgefarmt wird. So, nehmen wir mal nochmal den Guckfisch und checken mal, wo ist die Query angebracht. Spawn, 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 okay. Da ist die Query, okay. Ich hab's schon wieder verrissen, wo jetzt die Query steht. Query 2. Da soll die Query hin. Okay, da soll sie hin, da soll sie hin, okay, zack. So, keine Energie momentan, das ist normal. Okay, also erstmal ohne Dilani, der ist eingestellt, das ist wunderbar. So, die senden, der soll Energie receiven, aus jetzt zum Beispiel Dylan, genau. Und es soll eigentlich auch die Items gleich noch senden, Item Mode Send Only und hier Energie Mode Receive Only. Das heißt, die Query sollte eigentlich Energie haben. Müsste eigentlich auch 2 Blocks Mined, 10 Blocks Scanned, okay. So, und jetzt fängt er an halt im Grunde genommen zu minen. So, jetzt sind auf jeden Fall zwei Ender Queries halt auf jeden Fall aktiv. Das ist doch schon mal eine nette Sache. So, okay, ich gehe nochmal jetzt in den Spawn. Ich hoffe, dass da jetzt hier auf jeden Fall gleich nochmal, wie gesagt, ich hoffe, dass da gleich auf jeden Fall was bei rumkommt. Sprich halt, wir brauchen da auf jeden Fall gleich die... Kisten hier davon. So, ja, okay, da kommen auf jeden Fall auch schon die ersten Ärzte, da kommen da auf jeden Fall schon mal rein.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine nette Sache. Das ist schon mal wirklich gut. So, und ich würde meinen, wir müssen es einfach leer bekommen. Item Conduit, das eine. Und wir packen das jetzt einfach im Grunde genommen hier ran. Und gut ist. Ne? So, und jetzt wird das hier auf jeden Fall ganz schnell voll werden. Mit welchen Items auch immer. Und dann wird das hier auf jeden Fall ganz schnell voll. Ja. So, was wir halt auf jeden Fall noch machen können, ist, können wir schauen, dass wir hier nochmal das hier nochmal rausnehmen. Davon nehmen wir mal die Hälfte, nehmen wir mal so, und packen mal hier eine Kiste rein, damit wir da nochmal eine Produktion haben. Gehen wir hier runter. Und jetzt müssten wir eigentlich auch wieder Yellorium bekommen. Ohne Ende. Oder sollten auf jeden Fall mal sein Yellorium bekommen. Zack, packen das mal hier rein. Wir müssten jetzt eigentlich auch eine höhere Produktion haben. So, wir haben jetzt eine Produktion von 6.000, 7.000 vermutlicherweise gleich. Ne, und müssten jetzt eigentlich theoretisch, das sollte es eigentlich so sein, dass dann dort hier eigentlich auch 6.000, 7.000 ankommen. Genau. So ist es nämlich. So sollte es nämlich sein. So soll es auch von Anfang an sein. Und jetzt kommen die Items hier eigentlich im Grunde genommen so durchgeschossen. Ne? So, jetzt sind halt im Grunde genommen zwei Queries aktiv. Ne? Und ja, genau. Wie gesagt, das, was halt jetzt im Grunde genommen noch an Platz da ist, das wird halt jetzt im Grunde genommen noch verarbeitet, ne? Und der Rest, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, hier sind halt auch schon viele Bytes halt drin, ne? 63 Typen und so weiter und so fort. Ja, irgendwann wird halt dahingehend halt Ende sein, ne? Aber das lässt sich leider jetzt so nicht vermeiden. Ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.